spiegelt sich im Jubiläumsjahr das Bauhaus auch in unseren Sammlungen, nicht in allen 75, aber in einigen, also beispielsweise in der Ausstellung des Deutschen Historischen Museums zu Weimar, zur Weimarer Republik, oder in der Deutschen Filmothek, im Museum für Film und Fernsehen, gibt es auch eine Ausstellung zum Film der Weimarer Zeit. Beide Museen haben auch explizit ihre Führung abgestellt auf das Thema Bauhaus. Wir haben auch mehrere Sammlungen dabei, die Objekte haben. Das Brühlhahn-Museum, das Werkbundarchiv in der Oranienstraße und auch ein Neuzugang, die Königliche Porzellanmanufaktur am Tiergarten, von der man vielleicht, das freut uns besonders, dass Sie dabei sind, denn KPM verbindet man mit Kurland und ähnlichen Services, aber viele wissen nicht, dass sich dort direkt hinter dem S-Bahn-Tiergarten die historische Manufaktur aus dem 19. Jahrhundert befindet, mit einem unglaublich tollen Ringkammerofen, riesiges Ding. Und dort in der KPM wurden eben auch viele Entwürfe der Bauhäusler zum ersten Mal Service in Auftrag gegeben. Und das erfährt man dort in der langen Nacht. Es gibt auch natürlich Museumsarchitektur, die vom Bauhaus inspiriert ist. Das ist zum Beispiel der Fall beim Georg-Kolbe-Museum, was 1929-30 von einem Bauhausspieler errichtet worden ist, ganz im Stil des neuen Bauhauses. Und da kann man in der langen Nacht herumlaufen und sogar auch auf die Dachterrasse gehen, mit einem schönen Blick auf den Grunewald, was sonst nicht möglich ist. Man erfährt im Jüdischen Museum, für mich auch überraschend, dass selbst dieser Zickzackbau von Daniel Liebeskind vom Bauhaus inspiriert sein soll. Wie, müssen Sie selber dann erfahren. Und dann haben wir uns entschlossen, das Bauhaus-Thema auch nochmal aufzunehmen, also als Einleitung der Öffnung unserer schönen Bauhauswoche in spielerischer Form, auch mit Tanz, mit Design und so weiter. Und da sind die beiden Orte, natürlich das The Temporary, das ist der temporäre Standort vom Bauhausarchiv, das ja derzeit geschlossen ist, weil es saniert wird. Dort gibt es unter anderem ein Bauhaus-Marionettentheater nach Oskar Schlemmer und auch einen Workshop, wo man solche Puppen bauen kann. Das ist für die ganze Familie geeignet. Und wie Frau Kropp schon erwähnt hat, wir haben ein sehr lebendiges und großes Programm zusammen mit den staatlichen Museen am Kulturforum organisiert und entwickelt, was auch ein bisschen spielerisch mit dem Thema umgeht, was ganz schön ist, weswegen wir auch das Thema gerne haben wollten in der langen Nacht. Wir suchen immer ein bisschen eine Brücke zur Jetztzeit. Das haben wir bei Frau Siegesmund gehört, das haben wir bei Herrn Horn gehört, dass es in der langen Nacht interessant ist, Geschichte zum Beispiel nicht als abgeschlossen, sondern wo ist denn der Bezug zum Heute? Wo ist der Bezug zur Umweltbewegung, zum heutigen jüdischen Berlin und so weiter? Und beim Bauhaus liegt das ganz nah. Denn einerseits haben viele Leute immer noch Bauhausmöbel, andererseits leben wir in Architekturen, die manchmal auch auf sehr fade Weise inzwischen vom Bauhaus inspiriert sind, aber es gibt auch tolle Beispiele, also es ist immer noch lebendig, man kann sich immer noch darüber streiten. Und das ist ein schöner Anknüpfungspunkt auch für die lange Nacht.